Welt, seid mir gegrüßt. Willkommen in meinem kleinen Kanal hier im Herzen von Europa in Frankfurt am Main an einem ganz wunderbaren Tag. Ich hoffe, ihr startet schön in euer Wochenende, seid frohgemut, hattet eine tolle Zeit. Das ist ganz wichtig. Genau, ich bin heute auch mal wieder, und ihr wisst es, ich bin ein ruhiger Fahrer, durch die Frankfurter Innenstadt gefahren, kam für den Termin, bin wieder zurückgefahren in mein Studio. Und dabei habe ich wieder Dinge erlebt und habe mir dann Gedanken gemacht. Über den Straßenverkehr habe ich schon gesprochen, wie das so ist. Ich habe über LKW schon ein bisschen gesprochen. Ich habe auch schon über Stadtplanung ein bisschen gesprochen, da komme ich noch dazu. Und ihr wisst, dass ich von unseren Politikeliten enorm viel halte. Das sind richtige Profis da am Werk. Alles zusammen veranlasst mich jetzt doch mal wieder zu einem kleinen Video. Müssen wir doch machen. Wir haben jetzt ein paar Videos über nette Dinge gehabt. Jetzt müssen wir doch mal nochmal wieder ein Problem angehen. Ich glaube schon. Und dann müssen wir mal gucken. Ich erzähle euch mal, was ich davon halte. Und dann könnt ihr mir schreiben, was ihr davon haltet. Und wir kommen mit Sicherheit weiter. Ich habe mir auch eure Kommentare ja durchgelesen unter den LKW- und Verkehrsplanungsvideos, eine autofreie Innenstadt und so weiter. Habe ich mir auch durchgelesen und mit schönen Sachen dabei. Ich habe auch schon überlegt, ob ich einfach nur ein Reaktionsvideo mache, quasi zu den Reaktionsvideos. Jetzt sage ich das auch schon. Bin doch viel zu alt für sowas. Also, dass ich einfach nochmal auf die Kommentare eingehe. Müssen wir mal gucken. Aber auf jeden Fall geht es mir um Folgendes. Ich muss noch dieses Video, muss ich noch so einen knackigen Titel geben. Mal gucken, damit ihr auch mit richtig Dampf schon so reinstartet. Ja, das geht nicht, mit der Heugabel in der Hand. Mal gucken. Ich bin da entlang gefahren. Es hat geregnet. Tagsüber. Also eigentlich nichts besonders Gefährliches. Es war aber natürlich so ein bisschen diffuses Licht, sag ich mal. Und man konnte die Straßenmarkierung nicht mehr sehen. Das war nicht mehr möglich. Es ging nicht. Nicht möglich. Und ich hatte da jemand aus, was war das? Hinter mir hatte ich, glaube ich, MKK, so neben mir LDK. Also das ist der Main-Kinzig-Kreis und Lahn-Dill-Kreis. Bisschen Speckgürtel von Frankfurt und bisschen Einzugsgebiet, bisschen weiter weg. Also aber wie gesagt, Leute, die man täglich in Frankfurt sieht, die normalerweise pendeln, würde ich sagen. Es war aber nicht so eine Pendelstrecke. Aber es waren Leute, bei denen ich davon ausging, sie wissen nicht, wo sie hinfahren. Oder wo sie wirklich langfahren. Folgen dem Navi oder so. Das machen ja die meisten mittlerweile, sogar auch die Taxifahrer. Und das bringt mich wirklich manchmal zum Weinen. Auf jeden Fall bin ich eine mehrspurige Straße gefahren und ich weiß, weil ich mich auskenne in Frankfurt, dass die einen Schlenker macht. Völlig grundlos. Da sind irgendwelche schraffierten Flächen, die keiner braucht, wo irgendwann mal irgendwer stehen kann, was keiner will. Es ist egal. Auf jeden Fall machen alle Spuren einen kleinen Knick. Wenn es weißt, gut. Wenn es nicht weißt, sehr dumm. Und das ist so eine klasse Stelle, wo die Versicherungsbetrüger oder sowas rumgeistern. Ja, und da immer schön auf Kante fahren, damit man halt reindonnert. Ich weiß, dass neben mir Leute sind, die es wahrscheinlich nicht wissen, antizipiere das und entweder fahre ich vor die und wische vor ihnen durch, dann hupen die gerne auf, weil sie denken, ich hätte sie geschnitten. Oder ich lasse mich einfach zurückfallen, dann kreuzen die meine Spur und ich fädel mich quasi hinter ihnen ein. Das sind die beiden Möglichkeiten, die ich habe. Das habe ich auch wieder getan. Diesmal wurde ich angehupt. Und da habe ich mir überlegt, ich habe nach hinten geguckt. Und ihr kennt es, ich habe dann so ein paar Knöchel gesehen auf dem Lenkrad und dann irgendwas und dann irgendeinen Hut drauf. Das kann ein 18-jähriger kleinerer Fahnenfänger gewesen sein. Der hätte aber, glaube ich, dieses Auto auch in diesem Gold-Beige nicht gewählt. Ich glaube, es war ein sehr freundlicher, älterer Verkehrsteilnehmer, der der Meinung war, ich, kleiner Kerl, mit meinem komischen kleinen Auto hätte ihn geschnitten. Und da gleichzeitig kam ich dann auch wieder auf den Punkt, was mir so oft begegnet, sind diese 95 Jahre unfallfrei ADAC Aufkleber, die man hinten auf der Scheibe manchmal sieht. Plus natürlich die Statistik, die mir sagt, dass so wie ich ältere Fahrer ja die ruhigeren Fahrer sind und wir für wesentlich weniger Unfälle verantwortlich sind als die Jungen. Ich sage jetzt einfach mal wir, gell? Ich mag das. Immer wenn es was Positives ist, sprechen wir von wir. Ja, ist auch klar, wie beim Fußballverein. Wir haben gewonnen, die haben verloren. Ja, ist ja klar. Und da habe ich mir gedacht, ich muss mir da mal schlaue Gedanken machen. Und ich habe gedacht, da könnt ihr mir bei helfen. Ich sortiere das hier mal so ein bisschen in meinem Meinungskanal. Ich habe keine Statistiken auswendig gelernt. Ich habe auch nicht geguckt nach repräsentativen Umfragen. Gar nichts, das ist meine Meinung. Die feuere ich mal raus, weil mich keiner dran hindert. Gell? Herzlichen Dank, schön, dass ihr dabei seid. Ich weiß jetzt auch nicht genau, was ältere Verkehrsteilnehmer sind. Bin ich schon älter? Ich weiß es nicht. Gilt es ab Rente? Ich weiß es auch nicht. Ich weiß nur, diese alte Statistik, die Fahnenfänger fahren wie die Bekloppten und bringen alle um und die alten Leute sind die, die am sichersten fahren. Soweit ist meine Statistik Wahrheit, die ich aus den Medien kenne und aus den Fachpressen und so weiter, je nachdem, welche Interessensgruppe halt gerade was schreiben wollte.
Versicherungen sehen das ein bisschen anders, verblüffenderweise. Ich überlege mir auch immer, die sind ja zum Glück keine Interessensgruppe. Das ist von denen immer alles sehr objektiv, was die sagen. Egal, also die sehen es anders, aber wurscht. Ich habe das auf jeden Fall so in den Ohren. Alte Fahrer, gute Fahrer, junge Fahrer, gefährliche Fahrer. Jetzt überlege ich mir beim Unfallverursachen, heute hätte ich mal wieder einen auf die Alten ankreuzen können. Denn der Unfall wäre klar schuld gewesen von dem älteren, ich weiß nicht, ob das eine Frau oder Mann war, für diese älteren Person, die in mich reingefahren wäre, wenn ich nicht Acht gegeben hätte. Jetzt denke ich, das hätte auch eine junge Person neben mir sein können, möglicherweise. Aber da komme ich jetzt auch noch ein paar andere Sachen. Also ich habe so wirre Gedankengänge, die kommen von verschiedenen Punkten zu meinem Thema. Vielleicht nenne ich das Video so. Alte Leute weg von der Straße, sage ich jetzt einfach mal so. Aber das klappt nicht. Und das kreide ich wieder unsere Politiker. Aber passt auf, ich komme da zu einem Thema. Also mir geht es um Folgendes. Ich habe ja auch eine Info gelesen, dass ich jetzt Motorrad fahren darf. 125er darf ich fahren. Warum, weiß ich auch nicht. Ich weiß auch nicht, was mich dafür qualifiziert. Ich muss mit dem Dorfscheriff viermal um den Block fahren. Und danach kann ich ohne Prüfung 125er Maschinen fahren. Werde ich nicht tun. Aber ich dürfte. Mein 7,5-Tonner Führerschein muss ich allerdings mit 50 abgeben. Weiß auch nicht warum. Aber mit 50 bin ich zu doof, um 7,5 Tonnen zu fahren. Dafür bin ich jetzt mit 40 alt genug, 125er zu fahren. Das ist ja eh in Deutschland die Regel. Wenn man alt genug ist, darf man Panzer fahren und alles drunter wird dann immer weiter runtergestuft. Und wenn man jetzt einen Führerschein macht, gilt der auch nicht mehr unendlich für die schweren Sachen. So nur eingeschränkt. Aber wenn man alt genug ist, kann man alles fahren. Das ist so ungefähr der Deal, den wir bei uns haben. Ist ja auch klar, ich weiß ja auch, wo die Interessensgruppen liegen. Das mit 125er habe ich aber nicht ganz verstanden. Ich sehe da jetzt nicht genau den Punkt, aber es war anscheinend ganz wichtig. Wir haben es jetzt. Ich weiß ja auch, zumindest war es in den 90ern so, da könnt ihr mich gerne korrigieren. Ich recherchiere nicht so viel von meinen Videos. Dass die früher, wenn man so mit, also wir haben alle mit 17, 18 den Führerschein gemacht und die einen Motorradführerschein gemacht haben, durften am Anfang nur 34 PS Maschinen fahren. Hätten sie was Stärkeres, mussten sie es limitieren. Und nach 2 Jahren konnten sie dann die Drosselung rausnehmen und konnten voll fahren. Ich konnte mich gleich hinter ein 300-400 PS Auto setzen, wenn ich wollte. Der Kollege auf dem Motorrad nur auf 34 PS. Warum auch immer. Gleichzeitig aber hatte ich die Wahrnehmung, dass in meinem Bekanntenkreis diejenigen, die auch einen Motorradführerschein hatten, besser gefahren sind als die, die nur einen Autoführerschein hatten, weil sie den Verkehr aus 2 Positionen beobachten konnten. Ich finde immer, das erweitert enorm den Horizont, wenn man einfach mal verschiedene Positionen einnimmt. Auch in einer Argumentation. Und diejenigen, die dann vielleicht noch beim Bund waren, die haben dann ihren großen LKW-Führerschein gemacht oder haben einfach so gemacht, Vater hatte eine Spedition, was auch immer, irgendwie sind die noch an LKW-Führerschein gekommen, die haben dann nochmal ein breiteres Sichtfeld gekriegt. Und natürlich, wir waren alle als Fußgänger und Radfahrer unterwegs. Die Seite kannten wir auch. Ist ja auch immer sehr schwierig, mit Leuten zu diskutieren, die noch nie mit dem Fahrrad unterwegs waren oder die noch nie in der Großstadt zu Fuß unterwegs waren oder die noch nie in ihrem Leben LKW mitgefahren sind. Und dann willst du mit denen eine Diskussion über den Verkehr führen. Dann merkst du sehr zügig, wann die Diskussionsgrundlage einfach aufhört, weil alles danach ist Hörensagen. Aber genauso mit reinen Radfahrern kann man auch nicht über Autoverkehr reden. Das geht nicht. Man kann mit denen über Fahrradlösungen sprechen, aber die andere Seite ist halt schwierig nachzuvollziehen, wenn man sie nie erlebt hat. Jetzt ist der Punkt, warum diese Drosselung bei Motorrädern drin ist, weiß ich nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob man die aufheben sollte oder ob man bei Autos auch eine Drosselung einführen sollte. Ich finde es nur witzig, dass es die bei Motorrädern gibt und bei Autos nicht. Das hat mich immer verblüfft. Habe ich damals nicht verstanden, in der Zwischenzeit nicht. Ich bin heute nicht klüger geworden. Jetzt habe ich aber noch andere Beispiele gehabt, dass ich mit 20 bin ich mit einer, ich würde jetzt sagen, älteren Dame. Aber nur aus meiner 20-jährigen Sicht, heute würde ich wahrscheinlich sagen, einfach mit einer Dame gefahren. Wir hatten einen Miettransporter, wie gesagt, ich 20, war am Steuer, sie nebendran. Ich fahre in einen unbeschilderten Kreisverkehr und bremse, weil von rechts jemand auf den Kreisel fahren wollte. Und ich weiß ja nicht, ob das Kreisverkehr, da gibt es bestimmt irgendeine Beamtenaussprache dafür, irgendein Behördendeutsch, was das dann ist. Es war ein Kreisel. Auf jeden Fall reingefahren, keine Schilder, natürlich gibt es rechts vor links. Wenn es keine Schilder gibt, gilt rechts vor links. Sie neben mir, was hältst du an, der Kreis hat immer Vorfahrt. Jetzt weiß ich nicht, ob sie tatterig war
ob es die Regel mal vor dem Krieg gab, als sie es gelernt hat, oder ob einfach da eine Fehlinformation vorlag, ich weiß es nicht, aber ich kam aus der Fahrschule, relativ frisch. Ich wusste, unbeschilderter Kreisverkehr, davon haben wir jetzt hier diese ganzen Euro-Kreise, die ja auch in den ganzen Wohngebieten sind, unbeschilderter Kreisverkehr, Vorfahrt gewähren, rechts vor links. Beschilderter Kreisverkehr, hast du bei der Einfahrt deinen Vorfahrt beachten und dann dieses komische blaue Ding da drunter und dann weißt du, hier hat der Kreisvorfahrt. Und da geht es mir noch drum, weil ich an der T-Kreuzung wohne, ja, das ist eine Einbahnstraße, da fahren einfach Leute rein, weil es früher keine Einbahnstraße war. Und ganz ehrlich, aus meiner sehr repräsentativen Beobachtung, das sind nur alte Leute, die da reinfahren. Die halt wissen, dass sie dort seit 1960 reingefahren sind. Und dann fahren die auch weiter rein. Und ich würde es genauso machen. Ich fahre jetzt auch schon über 20 Jahre. Natürlich fahre ich in die Straßen rein. Ich gucke doch nicht jedes Mal, wenn ich in die gleiche Straße rein, in dieselbe Straße sogar reinfahre, ob da sich die Vorfahrt mittlerweile geändert hat. Klar, guckst du immer mal wieder und merkst dann, oho, da hat sich was geändert. Aber das überfällt einen dann so ein bisschen. Und die Routine ist bei sowas wie dem Autofahren dein Freund natürlich, weil du eine Ruhe gewinnst über die Routine. Sie ist aber genauso dein Feind, gleichermaßen. Und ich finde es gut, wenn bei mir so ein bisschen Ruhe einkehrt. Ich bin ein ruhiger Fahrer, ist, wisst ihr. Und ich überlege mir auch, dass meine Reaktionszeiten wahrscheinlich nicht mehr so gut sind wie mit 18. Also wahrscheinlich zu 100% können sie nicht mehr so gut sein wie mit 18. Der Körper baut ab. Und ich will nicht wissen, wie es mit 60 oder mit 80 ist. Oder dann mit 100. Die fahren ja alle noch. Und dann ist es vielleicht auch richtig, dass man seine Fahrmanöver der Reaktionszeit anpasst. Also mir ist es lieber, jemand fährt 30 da, wo 100 ist, wenn die Reaktionszeit halt für 100 nicht mehr langt. Mir wäre es aber halt auch lieb, wenn er dann vielleicht einen Warnblinker anhätte und ganz rechts führe. Oder, und jetzt Obacht, kommt was Ketzerisches, gar nicht mehr fährt. Und da komme ich wieder zu meiner autofreien Innenstadt. In der Stadt gibt es keinen Grund, also ich rede auch gar nicht über alte Leute. Das ist doch die Frage, wo fängt alte Leute denn an? Heute kann ein 80-Jähriger fitter sein als früher ein 50-Jähriger. Das ist ja sehr individuell. Es gibt keinen Grund, auch nicht für alte Leute in der Innenstadt ein Auto zu haben. Gibt's nicht. Und die meisten Toten, wie ich doch immer mitkriege, kommen immer noch im Straßenverkehr in der Innenstadt vor. Abbiegeunfälle und so ein Käse. Hin und wieder wird auch mal eine Bushaltestelle mitgenommen. Das sind so die Sachen, bei denen die Quote hochgeht. Wir haben glaube ich, unter 3000 Verkehrstote im Jahr. Hilft jetzt den Betroffenen nicht wirklich, aber es sind natürlich extrem wenig dafür, was wir für einen Verkehr haben. Ich bin aber jedes Mal verblüfft, wenn ich diese Zahlen sehe. Denke ich mir, 3000 Tote würde ich Frankfurt zuschreiben pro Jahr. Wenn man mal einfach sich an eine größere Kreuzung stellt und zuguckt, was da passiert. Jetzt aber die Frage, wo kommen diese Zahlen her? Ich weiß auch nicht genau. Also ja, autofreie Innenstadt sowieso, bin ich eh dafür, wisst ihr. Alte Leute vom Steuer bin ich auch sehr dafür. Aber, und jetzt komme ich wieder genau zu meiner autofreien Innenstadt oder zu diesen verkehrsplanerischen Umbaumöglichkeiten. Wenn man jemandem, und das Auto ist halt nun mal etwas, was bei uns jetzt seit 100 Jahren ziemlich fest verankert ist, wenn man jemandem etwas wegnimmt, ob berechtigt oder nicht, vollkommen egal erstmal, wenn man jemandem etwas wegnimmt, muss man dafür sorgen, dass ein Ersatz da ist. Das ist auch so, wie wenn man mir meine Fahrspuren wegnimmt oder meine Straßen in Frankfurt sperrt. Ist denn dann ein Ersatz für mich da, öffentlicher Personennahverkehr oder so? Das heißt, wenn man jemandem das Auto wegnimmt, muss man halt auch ihm die Möglichkeit geben, dass er woanders hinkommt, mit einer anderen Art irgendwie. Weil Carsharing hilft da nicht, das ist immer noch der Tata-Kreis, der da sitzt, das geht nicht. Es geht ja aber auch nicht nur, kann ja auch sein, dass man irgendwie, keine Ahnung, dass man halt irgendeine Art von Handicap hat. Und man sollte nicht mehr Auto fahren mit diesem Handicap. Also möchte man sich aber trotzdem noch bewegen, weil ansonsten kann man zu Hause bleiben und schon mal die Urne ordern. Ja, geht ja nicht, man muss ja noch unterwegs sein dürfen. Öffentlicher Personennahverkehr ist halt keine Alternative, ist halt leider so. Insbesondere, also in der Großstadt schon, aber wenn man auch nur 10 Kilometer außerhalb von Frankfurt unterwegs ist, dann wird es aber echt dünn. Wenn man 20 Kilometer draußen ist, dann wird es gruselig und ab da wird es blutig. Und das kann man ja keinem antun. Was will man da machen? Wir haben ja durch politische Weisheit da draußen keine Infrastruktur mehr, was Ärzte angeht, was Einkaufsmöglichkeiten angeht, die zu Fuß zu erreichen sind in irgendeiner Form, irgendeine Art von Abwechslung, und durch den mobilen Arbeitsmarkt sind die Familien und Freunde ja eh alle weg. Dann kann man dann draußen sein so gewünschtes kapitalgedecktes Altersvorsorgeheim, kann man dann langsam aufessen, wenn man da draußen sitzt. Ja, am Gartenzaun nagen, weil man hat den ganzen Tag ja sonst eh nichts mehr zu tun. Und das ist sowieso eine Sache, wenn ich mir das angucke, wenn man irgendwie den Leuten auf dem Land den Führerschein wegnimmt, als weil sie, keine Ahnung, wieder irgendwas gemacht haben, was weiß ich, da kannst du die während der Zeit auch einsperren einfach.
Was will ich denn da? Ich meine, das ist doch immer diese ich finde, wie gesagt, es ist eine paradoxe Diskussion über die Infrastruktur zu sprechen, über die Mobilität zu sprechen, über den Arbeitsmarkt zu sprechen und so weiter und so fort. Und nichts aber an den, sagen wir mal, erstmal Basisgegebenheiten zu ändern. Das funktioniert halt nicht. Es müssen erstmal die anderen Sachen laufen. Vorher kannst du das nicht anpacken. Vorher kriegst du auch das nicht mit dem Individualverkehr auf die richtige Spur. Aber solange wir da drin sind und da wir ja auch ein Land voller Angst sind vom autonomen Fahren zum Beispiel, kann man ja auch nicht sagen, na gut, ich bin nicht mehr in der Lage, ich habe mir auch schon den Hals gebrochen beim Schulterblick. Das ist halt, man geht morgens, man ist irgendwie noch nicht wirklich beweglich, man ist zu schnell aufgestanden, hat nur schnell geduscht, ins Auto losgefahren. Ein schneller Schulterblick kann für mich eine Todesursache sein. Das ist ja, ich meine, ich echt so ein Stöhne, wenn ich mich ins Auto reinsetze und mich wieder raushiefe. Mit 18 bin ich wie ein junger Gott zum Auto gesprintet, habe es noch 3-4 Mal gestemmt und bin dann losgefahren. Die Zeiten sind ja vorbei, man muss es ja auch für sich selbst realisieren. Und ich frage mich halt, was auf mich zukommt. Und ebenso auch mit dem Sehtest. Ich habe mittlerweile, wenn ich Auto fahre, habe ich Kontaktlinsen drin, eine Brille auf und eine geschliffene Sonnenbrille. Eins von den dreien ist dabei. Mit 18, ich habe in meinem Führerschein nichts stehen mit irgendeiner Brille. Brauche ich auch nie wieder testen lassen. Ich kann so jetzt weiterfahren für die nächsten 60 Jahre. Und wie viele freiwillig die Tests machen, wie gesagt, da können wir alle Statistiken uns angucken. Irgendeine wird möglicherweise stimmen. Wie viele Leute wirklich mal jährlich hingehen zum Checken und gucken, ob sie noch fahrtüchtig sind. Und dann auch die Konsequenz ziehen, wenn sie es nicht mehr sind. Da wäre ich sehr gespannt. Aber wir brauchen auch gar nicht bei körperlicher Fitness anfangen. Wir könnten ja auch mal bei so Sachen starten wie einem Fahrsicherheitstraining. Nimmt ja auch kein Mensch wahr. Wäre vielleicht auch mal schön, um zu gucken, wie sich ein Auto verhält in kritischen Situationen. Aber dann kommt das Totschlagargument. Und darüber musste ich nachdenken. Deswegen hattest du so getriggert heute wieder die Situation, weil ich darüber einen Bericht gelesen hatte. Über unsere elektronischen Helferchen im Auto. Man muss ja Lastwechsel gar nicht mehr üben, wie das ist. Weil, wissen wir seit dem Elchtest damals, was ja ein reiner Lastwechseltest ist, wissen wir ja, dass das ESP das rettet. Und genauso haben wir jetzt einen Totwinkelassistenten, wir haben die Spurbahnsysteme, wir haben die Kollisionsgeschichten, Abstandstempomat, bla bla, wir brauchen eigentlich nichts mehr. Und ich bin mir nicht sicher, ob das für mich die richtige Idee ist. Ich wundere mich auch über die enorme Eigenverantwortung, die wir bei sowas übertragen kriegen, dass man sich in seine 1,5-Tonnen-Waffe setzen darf und die enorm eng an anderen Fahrzeugen vorbeilenken kann. Auch wenn man nicht mehr dazu in der Lage ist oder es sogar nie war. Und bei anderen Dingen werde ich wie ein Dreijähriger in der Hand genommen und darf nichts selbst entscheiden. Das finde ich, es ist eine interessante Sache. Deswegen, wie gesagt, triggert es mich. Deswegen spreche ich drüber. Und ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Vielleicht liege ich ja komplett falsch. Ich wundere mich nur tatsächlich. Das mit dem autonomen Fahren wäre natürlich eine große Lösung. Dann kann man sagen, muss man natürlich auch erstmal den gesamten Fahrzeugbestand auf neu rüsten. Da hätte ich Interessensgruppen, die wären da sehr dafür. Und dann kann man natürlich Leute reinsetzen und einfach fahren lassen. Da kann dann wenig schief gehen eigentlich. Sagen wir jetzt mal, bis auf die Fehler natürlich, die bei sowas auch passieren, ausgenommen, klar. Aber es kann weniger passieren. Das wäre ja schon mal etwas. Ich denke aber trotzdem, dass bis dorthin, da wir es verschlafen haben, an allen Fronten eine Alternative zu schaffen, wir selbst Leute, die definitiv nicht mehr fahrtüchtig sind, nicht vom Steuer fernhalten können. Ich überlege mir, ich versuche mich da reinzusetzen und dann bin ich 75, bin meinetwegen ein bisschen langsam geworden, sehe vielleicht nicht mehr ganz so gut. Die Regeln im Straßenverkehr, dass Fahrräder durch die Einbahnstraße kommen können und so, die werden schon ausweichen. Und dann kommt jemand und sagt, übrigens, dein Führerschein ist weg, also Freunde und Familie besuchst du nicht mehr, allein für dich sorgen kannst du auch nicht mehr, Arzt ist auch nicht mehr, das war's mit deinem Leben. Ich glaube, ich wäre unglücklich. Und vor allem wäre ich unglücklich, wenn das halt, sagen wir mal, mir als Vorwurf auch noch hingesetzt wird. Und damit komme ich nicht wirklich zurecht. Also diese Position kann ich nicht aufheben, obwohl ich auf der anderen Seite sage, wie kann es sein, dass ich im Straßenverkehr Leute um mich rum habe, die klar und eindeutig nicht verkehrssicher sind, aber weil alle um sie rum aufpassen, kommen sie durch. Wie viele Unfälle die verursacht haben hinter sich, das geht in die Statistik ja nie rein. Das wissen wir ja. Aber sie selbst haben keinen gebaut. Ah, das ist schon mal viel wert. Ich weiß auch noch meinen letzten Unfall, den ich hatte. Das war, glaube ich, 2009. Ja, das Auto hatte ich 2009, 2010. Ich glaube, es war 2009 oder 2010. Und
Da bin ich, und es ist halt der Punkt, wenn man drauf fährt, ist man schuld. Völlig wurscht. Ich hätte halt einen absurden Abstand halten müssen. Einen halt nicht alltagstauglichen Abstand. Um vorauszusehen, was diese Person macht. Und der Witz war noch, es war nicht mal die Person vor mir, die konnte gerade noch ausweichen. Aber ich nicht mehr, und danach war die Reaktionszeit weg und ich bin draufgefahren. Glücklicherweise nur ein Stoßstangenschaden, nicht mal was passiert in irgendeiner Form. Aber ich habe mich zu Tode geärgert. Weil man nicht mal, man steht halt da und guckt sich fassungslos die Verkehrssituation an und der ausgewichen ist, hat noch quasi gesagt, huh, das war aber knapp für mich. Aber ich war halt dran. Für die Statistik. Und das ist, wie gesagt, die Statistik hilft mir an dieser Stelle überhaupt nicht. Mir geht es um das, was man tatsächlich erlebt. Und alles, was man durch Erfahrung gut macht und dadurch, dass man vorausschauend fährt und dadurch, dass man all diese Sachen macht, kann man sehr viel ausgleichen zu einem gewissen Punkt. Ich glaube, 40- bis 60-Jährige sind dann in irgendeinem, oder ja, lassen wir mal 30, je nachdem, wie viel man auch fährt, ist auch die Frage. Ich habe über 1 Million Kilometer locker runter. Das hat doch nichts mit meinem Alter zu tun. Was ist, wenn ich einen Führerschein mache und dann bis 60 nicht fahre? Dann bin ich doch nicht ein erfahrener Fahrer. Kommt auch drauf, wie viel man fährt. Aber dann, ich würde sagen, es gibt so einen schönen Punkt, dass man ein paar Jahre viele Kilometer gefahren ist. Man hat sehr viel Routine aufgebaut, die sehr viel Souveränität gibt. Gleichzeitig ist man aber auch nicht mehr, ist man eigentlich noch ziemlich im Vollbesitz seiner Fähigkeiten. Und man ist auch noch aufnahmebereit für neue Dinge. Alles das und alles das kommt dann zusammen und ergibt, glaube ich, einen recht guten Fahrer. Oder den für diese Person bestmöglichen Fahrer. Und danach geht es nur noch bergab. Ich denke, das ist ein Sport. Ich glaube, da gibt es auch wenig dran zu rütteln. Und danach kann man nur noch sagen, ich fahre immer langsamer, ich gehe immer weniger Risiken ein, ich fahre immer defensiver. Was natürlich ein Problem ist, weil in einem schnellen, vor allem Innenstadtverkehr, ist diese defensive Fahrweise halt sehr gefährlich für alle anderen, weil man nicht damit rechnet. Und ich versuche immer damit zu rechnen, ich sehe schon, wenn ich gewisse Autos sehe, vor allem in gewissen Farben, ich sehe gewisse Kennzeichen, weil ich weiß, die sind ortsfremd, heißt gar nicht von der kleinen Stadt kommt, sondern einfach ortsfremd, dann rechne ich mit spannenden Fahrmanövern und halte einfach überall ein bisschen mehr Platz. Und dieser eine aufgerutschte Unfall, auch noch wunderbar über Straßenbahnschienen, ich habe die Szene noch so lebhaft vor Augen, 10 Jahre her. Hat mich natürlich nochmal gelehrt, dass wenn irgendwas mir faul vorkommt, gerade im Verhalten der 3-4 Autos vor mir, dass ich dann einfach den linken Fuß auf der Bremse habe, währenddessen, wenn ich mit dem rechten fahre. Da musst du halt dann beim Kuppeln schnell sein. Aber anders geht's nicht mehr, weil das ist nicht vorherzusehen, was da passiert. Und das ist unglücklich. Aber unsere Gesetze, was das Auto angeht, sind aus den 50ern. Und ich glaube, wir bleiben darin hängen. Aber ich stoße immer wieder drauf. Und ich dachte, vielleicht einige von euch auch. Es ist mit der Grund, warum ich in Frankfurt in der Innenstadt nicht mit dem Fahrrad unterwegs bin. Das habe ich mir komplett abgewöhnt. Ich gucke es mir als Fußgänger an. Aber als Fahrradfahrer, das Risiko gehe ich nicht ein. Weil was ich auch wieder gelesen habe, ich weiß nicht, ob die Statistik natürlich nicht stimmt, Abbiegeunfälle sind die Nummer 1 Todesursache. Und das glaube ich aufs Wort. Und ich wundere mich, dass es so wenig sind. Ich wundere mich wirklich. Das muss aber auch daran liegen, dass die Autos jetzt natürlich auch sicherer sind. Die haben ja sehr viele, wie gesagt, die Sensoren helfen ein bisschen. Die Leute im Auto sterben ja sowieso nicht mehr. Das ist ja, wir waren auch beim Panzerfahren. So ein 5,5 Meter SUV, das ist ein Panzer. Und das durch dieses synthetische Fahrgefühl ist man sowieso vollkommen losgelöst. Man kriegt ja nichts Mechanisches mehr mit. Also man hat ja überhaupt kein Gefühl mehr für Geschwindigkeit. Also überhaupt die Gehkräfte kriegt man vielleicht noch ein bisschen mit. Aber dadurch, dass die Dinger alle Wankausgleich haben, wird man ja nicht mehr rübergezogen noch. Und dann plustert sich neben einem die Wange des Sitzes ein bisschen auf, damit man dann auch noch ein bisschen Unterstützung bekommt in der Kurve. Da kannst du fahren wie ein Henker und kriegst davon gar nichts mit und säuselt leise Musik da noch dabei. Also, ich mache mir über das Autofahren vielleicht zu viele Gedanken. Also trotzdem, es ist ein Alltagsthema für mich. Ich begegne dem halt ständig, auch wenn ich zu Fuß unterwegs bin, vom Laden zum Studio, nach Hause, sonst was, mache ich eigentlich alles zu Fuß. Und ich sehe da Situationen, wo ich wirklich mir ans Hirn lange. Und ich dachte, es geht euch vielleicht auch so. Und deswegen heute mal, wie nenne ich das Video? Alte Leute weg von der Straße. Also ich auch bald. Oder vielleicht ist es schon soweit. Aber es gibt keine Alternative. Ne? Wir haben zumindest keine geschaffen. Es gibt ganz viele Alternativen. Ganz wichtiger Unterschied. Wenn gesagt wird, es gäbe für etwas keine Alternative, dann heißt es, wir haben uns nicht angestrengt und haben nicht lang genug vorausgeschaut. Das heißt nicht, dass es keine gäbe. Sie ist einfach nur aktuell nicht vorhanden, weil wir doof sind. Ich würde sagen, so sehen wir aktuell aus. Ich freue mich da auf jeden Fall auf irgendeine Art von Besserung. Ich bin sehr gespannt. Und jetzt wünsche ich euch erstmal einen schönen Start ins Wochenende.
Ich muss jetzt wieder an tolle Dinge denken. Ich bastle irgendwas zur Entspannung. Ganz sicher, so mache ich das. Also, alles Gute und bis bald.